So. Okay, Freunde. Hier ist der Aufzug. Noch einmal kurz speichern. Jetzt haben wir natürlich keine 200 live mehr, leider. Aber wir schaffen es auch mit 100. Ich glaube, ich nehme jetzt nochmal eine andere Waffe. Vielleicht ist die ja besser. Ich weiß es nicht. Könnte aber so... Huch! Das ist Anvisieren bei der Waffe. Das ist ja lächerlich. Kann ich viel besser zielen als vorher, auf jeden Fall. Wie lange braucht denn der Aufzug, bitte? Ich hätte jetzt fast gerechnet, dass alles voller Minen ist, aber anscheinend doch nicht. Vor allem, wer hat eigentlich die Minen hier ausgestreut? Strange. Und wir kommen wieder nach oben. Ah! Oh. Okay, 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 okay. Lass es funktionieren, bitte. Das sieht gut aus. Ja! Wir sind wieder oben. Hallo, Freunde. Massaker. Und da kommt der Rest der Bagage. Kommt zu mir. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich weiß, es tut mir leid. Ja, ich bin schuld, ich weiß. So, und jetzt... Schlaf schön. Nein, jetzt habe ich es umgebracht. Oh Gott. Oh, nein. Oh, ich habe zu lange Q gedrückt. Das ist auch so ein riesen Nachteil, wenn man zu lange Q drückt. Dann bringt man ja automatisch alles um. Kurz auf die Tür. Oh, ich habe keine Energie mehr. Na toll. Ach Mann, ach Mann, ach Mann. Das Plasmagewehr werden wir jetzt im Kampf wahrscheinlich eh nicht brauchen. Deswegen holze ich jetzt mal die Muni. Da vorne ist ein Roboter. Ach, ein kleiner, Gott sei Dank. Aber hier irgendwo muss noch unser Freund Taggart sein. Den müssen wir jetzt nur noch finden. Ich glaube, der Roboter aktiviert sich auch nur, wenn wir den irgendwie triggern. Also wenn wir den Alarm auslösen. Da oben ist zum Beispiel eine Kamera. Die wäre jetzt wahrscheinlich voll reinlaufen. Na, anscheinend doch nicht. Gott sei Dank. Irgendwo muss er doch sein. Taggart. Wo bist du? Wo bist du, Taggart? Ich weiß, dass du hier bist, aber... Wahrscheinlich hier, ne? Nee, doch nicht. Mist, ich weiß, dass er hier ist. Der ist immer in der Nähe da, wo der Funkspruch, wo er den Funkspruch absetzt. Und es war hier, als wir hier draußen waren. So. Zack und zack. Und damit Hammers. Zack. Stoppwurm kriegen wir sogar noch dazu. Wow, wie sinnvoll. So, keine Minen, keine Minen. Sehr schön. Und eine Gasgranate. Die hätten wir brauchen können, um die auszuschalten, aber okay. Wenigstens haben wir sie jetzt gefunden. Ich muss echt nochmal hier ein bisschen zurücklaufen. Okay, hier ist er auf jeden Fall nicht, glaube ich nicht. Ich glaube, der ist in einer dieser Türen hier. Hier gibt es ja noch genug. So, hier kommen wir nicht rein. Vielleicht müssen wir hier drüber. Taggart, wo bist du? Taggart? Oh. Sieh einen an. Ist er vielleicht hier? Siehst du, er wäre im Server... Ja, im Serverraum, hier rechts. Da ist der Serverraum. Und ein Haufen Feinde. Scheiße. Okay. Gasgranate. Zack. Schlaf gut. Und die rennen hier nicht rein. Die sind nicht dämlich genug, um hier reinzurennen. Rick. Lass mich.
Erstmal schön nachladen. Die haben uns ja auch schon längst bemerkt, aber irgendwie, die sind doch gar keine Bedrohung. Vielleicht hätte ich die ja einfach, vielleicht hätte ich mit denen einfach gar nichts machen müssen. Die einfach in Ruhe lassen. Ich schalte jetzt auch noch aus, das spielt auch keine Rolle mehr. So. Die haben sogar noch Sachen dabei, aber ganz ehrlich, ich lasse jetzt auch liegen, das bringt's alles nicht mehr. Jetzt jeden Einzelnen hier zu durchsuchen, ist Quatsch. So, und hier sind sie. Hier sind die Taggart-Freunde. So, hier haben wir noch einen Wissenschaftler. Hat die vielleicht was Interessantes dabei? Nee. Okay, jetzt aber raus hier. Hinter den Kameras durch. Und hier müssen sie jetzt sein, unsere Freunde. Hacken wir uns schnell rein. Zack. 35% Entdeckungschance. Gehen wir ein, das Risiko. Und wir wurden überraschenderweise nicht entdeckt. Cool. So, zack. Na komm schon, na komm schon. Zugriff gewählt. Auf damit. Hallo, William. Mr. Jensen, bitte. Bitte weg mit der Waffe. Die brauchen Sie nicht. Ah. Mr. Jensen, was für eine Ironie, dass ausgerechnet Sie uns vor den Monstern da draußen retten. Monster, Taggart. Sie meinen Menschen. Augmentierte Menschen, die jegliche Kontrolle und den Verstand verloren haben. Müsste das nicht ich sagen? Offenbar scheint Ihr ach so geschätzter Mr. Darrow beschlossen zu haben, meine Argumente gegen mich zu verwenden. Wahnsinn und Blut. Er hat uns alle verraten. Sie geben es also zu. Sie stecken damit drin, schon die ganze Zeit. Es hat keinen Sinn, das jetzt noch zu leugnen. Aber egal, was Sie von uns denken, wir wollten die Augmentierung nie ächten. Uns ging es nur um Ihre Regulierung. Um Regeln für die Weiterentwicklung der Technologie. Gesetze, die sicherstellen, dass sie dem Wohl der Gesellschaft dient. Sie stellen die Gesellschaft über die Menschen? Also, wer soll diese Regeln festlegen? Kluge und starke Menschen, die wissen, was richtig ist. Herausragende Führungspersönlichkeiten wie Sie, Mr. Jensen. Sie haben sich das Recht verdient, einer von uns zu sein. Sie müssen es sich nur nehmen. Mir geht es nicht um Ruhm, Taggart. Vergessen Sie nicht, dass es ohne Kontrolle keine Freiheit gibt. Nur Anarchie. Sie waren doch Polizist. Sie wissen, wie wichtig Ordnung ist. Ordnung ja, Sklaverei nein. Das ist ein Unterschied. Der Biochip sollte niemanden zu etwas zwingen. Er sollte nur die Fähigkeiten der Menschen dämpfen, um Amokläufe wie heute zu verhindern. Das hat ja richtig gut funktioniert. Egal, was Sie sagen, ich weiß, dass ein Teil von Ihnen meiner Meinung ist. Totale Freiheit ist nichts anderes als totales Chaos. Jede Gesellschaft braucht Grenzen, um überleben zu können. Und Sie, Mr. Jensen, könnten uns allen diese Hoffnung geben. Schalten Sie Darrows Signal ab. Helfen Sie mir, überall zu verbreiten, dass ein Unfall bei Versalife die globalen Neuropozin-Vorräte kontaminiert hat. Versalife? Und wenn ich die Illuminaten für alles verantwortlich mache? Die Illuminaten sind doch nur ein teures Hobby reicher Finanziers. Oder glauben Sie wirklich, dass jemand den Verschwörungstheorien eines uralten Geheimbundes glaubt? Helfen Sie uns. Geben Sie den Menschen eine Zukunft. Allen Menschen. Ob verbessert oder nicht. In der Zukunft von Hugh Darrow ist kein Platz für beide. Ich denke darüber nach. So, wir haben also jetzt alle drei Möglichkeiten kennengelernt, die wir zur Auswahl haben. Taggart, Seraph oder Darrow. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, irgendwie jede dieser Möglichkeiten hat eine wirklich große Menge Vor- und Nachteile. Aber jetzt ist die Frage, was ist es uns wert? Einerseits könnten wir die Freiheit opfern. Ja, das ist die Frage. Die Freiheit opfern, die Augmente zerstören. Also nicht zerstören, aber regulieren. Es klingt, wenn man ehrlich ist, es klingt ja eigentlich nicht mal so dumm, was Taggart jetzt gesagt hat. Aber ganz ehrlich, die Methoden, die die Leute anwenden, auf gar keinen Fall. Als würde ich denen helfen. Ich glaube, ich hätte ja auch gar nicht runterspringen müssen, ne? Nee. Mist. Egal. Wir müssen jetzt hier nochmal nach oben. Aber jetzt können wir uns mal auf dem Weg überlegen, ja, was machen wir jetzt, ist die Frage. Was machen wir jetzt?
Tja, die Auswahlmöglichkeiten könnten unterschiedlicher nicht sein. Helfen wir Seraph? Geben wir... Ja, geben wir diesem Angriff der Illuminaten nicht nach? Und entscheiden uns stattdessen dafür, ja, für die Freiheit der Augmentierung, der unkontrollierten Weiterentwicklung. Aber da greift dann wieder Taggart, der sagt, ja, das ist blöd, wenn wir nämlich unkontrolliert weiterentwickeln, dann kann das ja quasi jeder machen. Und dann haben wir Chaos. Chaos, ja. Denn es wird immer Menschen geben, wenn es in die Hände dieser Augmentierung kommt, die diese Augmentierung dazu benutzen, um andere zu töten, um andere zu bestehlen. Tja, und die Gesellschaft anzugreifen. Jetzt ist nur die Frage, was ist wichtiger, die Gesellschaft oder der Mensch? Der Mensch natürlich. Aber da ist jetzt auch wieder wiederum die Frage. Großer Gott, ey, das ist verstrickt sich alles ineinander, total krank. Es ist dann wieder die Frage, wie machen wir das am besten? Welche Möglichkeit stellt eine gesicherte Zukunft dar? Keine, oder? Weil ich meine, was als nächstes passiert, ist ja mehr oder weniger ein Glücksspiel. Naja, schauen wir mal. Hier müssen wir jetzt auf jeden Fall lang. Und es ist so ruhig. Verdächtig ruhig. Und sieh mal eine an. Wir kriegen gleich wieder Munition zugeworfen. Warum kriegen wir jetzt wohl Munition zugeworfen, ne? Ich glaube, die Frage erübrigt sich wirklich. Und ich glaube, ich könnte jetzt sogar das Präzisionsgewehr einfach wegwerfen. Weil wir das jetzt wirklich nicht mehr brauchen. Aber ich behalte es trotzdem noch. Wir haben genug Muni. Und da vorne ist es jetzt. Access granted, lockdown, disengaged. Oh! Großer Gott. Ich. Ich renn da jetzt durch. Es sind viel zu viele. Oh Gott! Ja, ich weiß. Ich weiß, Freunde, ich weiß. Okay. Damit hatte ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Da ist der Aufzug. Okay. Dann betätigen wir den Schalter. Auf geht's. Warnung, sobald der Aufzug losgeht, gibt es kein Zurück mehr. Möchten Sie wirklich nach unten fahren? Noch nicht, denn hier speichern wir nochmal schnell. Bei der Ringpassage, nein, beim Hyrenkern sind wir jetzt. Und jetzt kommt der Anfang vom Ende. Wir fahren in den Hyrenkern. In das Zentrum von Panchaya und beenden den Wahnsinn. Auf welche Art auch immer. Auf welche Art auch immer, Freunde. Auf jeden Fall wird die Reise hier enden. Im letzten Kampf. Ja. Na, jetzt komm schon. Jetzt fällt mir nichts mehr ein für eine epische Ansprache. Jetzt muss ich hier warten, bis der Aufzug runtergefahren ist. Aber wie tief es runtergeht. Das ist ja fast... Oh Gott, er fährt aber nicht mit uns bis auf den Kern, oder? Das wäre ein bisschen krass. Denn wir wissen ja, der Hyrenkern, oder Panchaya besser gesagt, geht ja... Ja, bis zum Erdinnern mehr oder weniger. Oder zumindest fast. Jetzt schreiten wir hier durch den letzten Gang auf die Tür zu. Ich nehme nochmal eine andere Waffe zur Hand. Gucken, ob ich die noch nachladen kann. Nein, kann ich nicht mehr. Haben die noch was dabei für uns? Munition hätten die noch dabei für uns. Plasmagewehr. Plasmakapseln.
Schmerzmittel. Cyberboost. Nochmal Munition. Wir füllen gleich mal unseren Energievorrat ein bisschen auf. Ich nehme jetzt alle Riegel, die ich habe. Und wir speichern noch ein letztes Mal und dann schreiten wir durch die Tür. Vorwärts.